Die Digitalisierung schreitet natürlich unaufhörlich voran und man muss sich schon anstrengen, um Schritt zu halten und sich vor allem an die Spitze der Bewegung auch zu setzen. Also man wird natürlich ein Stück weit getrieben, aber kann diesen Prozess durch aktives Handeln natürlich auch ganz entscheidend mitgestalten. Und das ist eine Aufgabe, die unsere Hochschulen haben, aber auch sehr beherzt wahrnehmen. Weil eben der Digitalisierungsprozess einer ist, von dem man gar nicht weiß, wo er uns hinführt, sind die meisten Hochschulen ja schon dabei, auch selbst aktiv zu werden. Das findet in einem engen Zusammenspiel immer statt, auch mit den politischen Akteuren. Beispiel Hamburg. Wir haben mit unserer Strategie Digitale Stadt einen Rahmen gesetzt, der alle Felder mit einbezieht. Und da gehören natürlich auch Wissenschaft, Forschung, Lehre, unsere Wissenschaftler, die Lehrenden, auch die Studierenden dazu. Und wir haben ganz konkret mit der Hamburg Open Online University einen gemeinsamen Kick-Off gemacht, die Hochschulen eingeladen, teilzuhaben. Und das ist ein Beitrag, den wir als Politik leisten, den aber die Hochschulen natürlich als Ball angenommen haben und jetzt die Tore versenken müssen. Ja, zum einen geht es um Partnerschaft, zum anderen geht es darum, Netzwerke zu begünstigen, auch Netzwerke weiter zu fördern. Es geht darum, Begeisterung zu entfachen. Und natürlich ist es etwas, was sowohl von Leitungsebene als auch aus den unterschiedlichen Bereichen der Hochschulen getragen werden muss. Also es soll nicht ein Top-Down-Prozess sein, der die Hochschulmitglieder dazu zwingt, bestimmte Dinge zu tun. Aber es muss die Bereitschaft da sein, sowohl in der Lehre wie auch in der Forschung, bei den Infrastrukturplanungen, immer das Thema Digitalisierung auch mitzudenken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sowohl was die Wahrnehmbarkeit und Öffnung der Hochschulen angeht, hier ein richtiger Anreiz gesetzt wird, als auch die Frage der Qualität, der Qualitätssichtbarmachung, vor allem in der Lehre. Wir haben eine veränderte Lehrsituation, wir haben andere Erwartungen und Ansprüche durch auch Globalisierungsprozesse, durch Internationalisierungsprozesse, durch ein verändertes Studium, sodass dort die Gestaltung der Digitalisierung, also als aktiver Impulsgeber, eine ist, von denen ich mir in den nächsten Jahren sehr viel von unseren Hochschulen verspreche.